Frau Fuchs-Schündeln, Sie schauen sich an, wie sich verheiratete Frauen auf dem Arbeitsmarkt engagieren. Wie sieht es denn nun aus bei uns Deutschen? Hat sich da seit den 80er Jahren viel nach vorne bewegt bei den deutschen verheirateten Frauen im internationalen Vergleich? Einerseits ja, einerseits nein. Also was wir zum einen sehen, ist, dass die Erwerbstätigenquote der deutschen Frauen sehr stark gestiegen ist, nämlich um 30 Prozentpunkte über die letzten drei Jahrzehnte. Aber die Erwerbstätigenquote ist halt nur eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille sind die Arbeitsstunden pro erwerbstätiger Person. Und die Arbeitsstunden pro erwerbstätiger verheirateter Frau sind über den gleichen Zeitraum um 300 Stunden pro Jahr gesunken, sodass wir dann in dem Produkt der beiden sehen, dass die Arbeitsstunden pro verheirateter Frau in Deutschland seit der Wiedervereinigung eben komplett flach sind. Und damit ist Deutschland ganz klar eine Ausnahme in Europa, in allen anderen europäischen Ländern und auch in den USA sind diese Arbeitsstunden pro verheirateter Frau gestiegen. Und zum anderen sind wir jetzt heute in der Situation, dass eben innerhalb von Europa, nur in Italien, die Arbeitsstunden pro verheirateter Frau niedriger sind als in Deutschland. Woran liegt das denn? Da gibt es natürlich viele Gründe. Ich selber in meiner Forschung schaue mir die Besteuerung an. Und wenn es um die Besteuerung von Frauen geht, dann spielt eben eine wichtige Rolle nicht nur der Durchschnittssteuersatz, den sich die Ökonomen in der Regel anschauen, sondern eben auch das Steuersystem. Also werden Ehepaare gemeinsam oder getrennt besteuert. Und in Deutschland haben wir mit dem System des Ehegattensplittings ein starkes System der gemeinsamen Besteuerung, also der Grenzsteuersatz der Person hängt nicht nur vom eigenen Einkommen ab, sondern auch vom Einkommen des Ehepartners. Und was wir in unserer Forschung zeigen, ist eben, dass Ehegattensplitting ein wichtiger Grund ist, warum die Arbeitsstunden in Deutschland so niedrig sind für verheiratete Frauen und dass generell über die europäischen Länder hinweg sich ein Großteil der Unterschiede im Arbeitsverhalten verheirateter Frauen durch die Steuersysteme für Ehepaare erklären lassen. Nun tut ja die Regierung einiges, um mit familienpolitischen und anderen Maßnahmen diese Situation zu verbessern, sage ich mal, wenn verbessern eben bedeutet, dass Frauen mehr Stunden arbeiten können. Warum funktioniert das denn so schlecht? Familienpolitische Maßnahmen sind natürlich erstmal eine sehr gute Sache, insbesondere für Mütter. Es ist aber nicht immer so klar, dass sie auch eine gute Sache für Frauen insgesamt sind. Also eine familienfreundliche Maßnahme ist noch nicht per se eine frauenfreundliche Maßnahme. Denn viele dieser Maßnahmen, zum Beispiel lange Erziehungszeiten, das Recht auf Rückkehr in den Job, auch 3 Jahre nach der Geburt des Kindes, sind eben für Unternehmen mit relativ hohen Kosten verbunden. Und das kann eben dazu führen, dass Unternehmen weniger bereit sind, junge Frauen einzustellen oder eben auch junge Frauen zu befördern und in sie zu investieren. Also diese familienpolitischen Maßnahmen können durchaus unerwünschte Nebeneffekte haben und diese, denke ich, sollten von der Politik mehr mit einbezogen werden, wenn es um die Ausgestaltung dieser Maßnahmen geht. Was entgeht denn eigentlich der deutschen Wirtschaft dadurch, dass wir diese Situation so haben, wie wir sie gesehen haben an ihren Daten? Es geht ja jetzt nicht nur darum, die Arbeitsstunden der Frauen einfach nach oben zu bekommen, dass die sich eben zu denen des Mannes noch dazu addieren, sondern es geht ja irgendwie um einen Ausgleich, wenn ich sie richtig verstanden habe. Was könnten wir rausholen, wenn uns das gelänge? Das ist eine sehr gute Frage. Wiederum politisch wird häufig diskutiert, wenn die Frauen mehr arbeiten, dann werden wir mehr Beiträge zur Rentenversicherung. Das ist aber ein relativ mechanischer Effekt. Aber auch fürs Wirtschaftswachstum könnte es eben viel bringen, wenn die Frauen mehr arbeiten. Da gibt es eine interessante Studie aus den USA, die eben sagt, dass bis zu 40% des gesamten Wirtschaftswachstums der USA über die letzten 5 Jahrzehnte daher kommt, dass Frauen nicht nur vermehrt am Erwerbsleben teilnehmen, sondern auch eben sich über alle Berufe gleichmäßiger verteilen, sodass sie gemäß ihrer Talente eingesetzt werden. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass uns eben viele Talente verloren gehen, wenn eben die Frauen nicht entsprechend sich im Arbeitsmarkt beteiligen. Und das hat sicher Wachstumskonsequenzen.